Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen AG Care Workshop. Heute ist ja Montag, ein besonderer Montag, ich weiß. Bloß, dass das Rosenmontag ist, ist bei uns hier in Brandenburg noch nicht angekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir fehlt es nicht. Ich freue mich, hier Sie begrüßen zu können. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht, dass Sie jetzt nicht Claudia, sondern mich hier sehen. Das hat den Grund, dass ich mich mal wieder vorgedrängelt habe. Claudia und Renate stehen mir im Hintergrund hilfreich zur Verfügung. Hilfreich insbesondere für den Fall, mir Ihre Fragen zuzuspielen in einer Datei. Denn während ich meine zu Beginn geführten Ausführungen habe und führe, vornehme, bin ich nicht in der Lage, gleichzeitig den Chat zu verfolgen. Aber Sie können Ihre Fragen in den Chat eingeben und Claudia und Renate helfen mir dann. Ja, Datum, 12. Februar 2024. Ein Glück, dass das alles überwacht wird, was ich hier sage. Also 12. Februar 2024. Und wir wollen beginnen. Ich hoffe, Sie verstehen mich auch gut, können mich akustisch vernehmen. Deshalb bitte ich darum, dass Sie das oder irgendjemand von Ihnen das mal im Chat vermerkt, ob ich gut auch akustisch zu vernehmen bin. Bild und Ton sehr gut, lese ich. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja, dann lassen Sie uns damit beginnen, dass ich Ihnen die PDF zur Verfügung stelle. Das sind ja, wie Sie wissen, immer die Dateien, die Folien, die ich als Hintergrund mit zu meinen Erklärungen bringe, also die herunterladen. Ich kann Ihnen sagen, heute ist es vielleicht besonders wichtig, diese herunterzuladen, aber Sie haben die ganze Zeit während des Workshops dazu Zeit. Ich will Sie dann nicht drängen, denn ich habe doch einiges Neues darin und das können Sie dann, da Sie es als PDF herunterladen, ist es Ihnen verfügbar. Sie wissen ja, auch für diejenigen, die jetzt nicht live dabei sind, besteht die Möglichkeit, über die Aufzeichnung 10 Tage lang auch hier den Ausführungen zu folgen, Dateien herunterzuladen, also die PDF herunterzuladen und auch uns Fragen zu stellen. Die Fragen während der Aufzeichnung tragen Sie einfach unten in das Feld ein. Sie landen bei uns und wir beantworten Ihnen die Fragen selbstverständlich sehr, sehr gern. Das ist unsere erste Folie von unserem heutigen Abend, unserem Workshop. Und da gilt natürlich wieder folgender wichtige Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und da sehen Sie schon die erste Folie, wo ich denke, wenn Sie sich das als PDF natürlich mit herunterladen, dass es für Sie wertvoll ist. Ich habe mal unsere Kommunikation mit Ihnen, mit den Anwendern von AgilCare, hier noch einmal zusammengetragen und aktualisiert und erweitert auf das Aktuelle und möchte Ihnen das ganz kurz vortragen. Sie haben hier die Möglichkeit, über die hier gegebenen Links, zum Beispiel in dem Feld ganzjähriger direkter Zugang und dahinter das Passwort, wenn Sie darauf klicken, wenn Sie das heruntergeladen haben, auf nicht jetzt während der Bildschirmdarstellung, sondern wenn Sie es heruntergeladen haben als PDF, dann können Sie sofort den direkten Zugang zu unserem Workshop haben. Der ist ja für das ganze Jahr 2024 konstant. Desgleichen sehen Sie unten und für unser Symposium, wo wir übrigens noch Plätze frei haben und ich möchte Sie werben, hier teilzunehmen, sich ein Ticket zu kaufen, eine Eintrittskarte zu kaufen, über diesen Link, dieser Link, der da lautet Vorzugspreis sichern. Das ist die vorletzte Zeile. Über diesen Link können Sie von Ihrem
von Ihrem PDF aus, was Sie heruntergeladen haben, dann von Ihrem Computer aus, dann den Zugang haben. Und genauso geht das für Agile Smart. Sie wissen, ein kostenpflichtiges Abonnement, was wir aber nur empfehlen können, weil wir dort bestimmte Dinge, wichtige Dinge für Leben ohne Krankheit für Sie bereithalten in der Wissensbasis. Und gerade wenn Sie mit den Problemen von Infektionen kämpfen, haben wir aktuell dort doch wichtige Dinge hinterlegt, die man uns nicht gestattet, woanders darzustellen. Dieser Agile Smart, um Zugang zum Wissensbasis, kostet Sie also 1 € im ersten Monat und in Folgemonaten wäre es dann 7 € pro Monat. Sie müssen aber nicht so lange dabei bleiben, wenn Sie es nicht wollen, denn Sie können jederzeit fristlos stornieren. Und für die Anmeldung haben wir unten auch hier stehen den Text in der untersten Zeile ganz rechts unten. Hier anmelden. Damit können Sie sich dorthin anmelden. Wir haben dort ja circa 200 Beiträge, die sich daran orientieren, was können wir tun, was können wir empfehlen, Leben ohne Krankheit zu erreichen. Sie wissen vielleicht, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht, dass sich das Wissen international in der Medizin alle 5 Jahre verdoppelt. Und diese Wissensbasis, die zeigt sich gar nicht im Katalog der Leistungen, die durch die Krankenkassen bezahlt werden. Und vielerorts wissen auch, muss ich dazu sagen, Ärzte nicht über das Neueste Bescheid. Und alle diese Hinweise, all diese Methoden, all diese Anleitungen, all diese Schulungen, die Sie im Agile Smart finden, haben den Vorteil, dass sie weitestgehend ohne Risiko sind und von Ihnen selbst eingesetzt werden können, weil sie eben ohne Risiko sind. Und das gilt nicht für alle, aber Sie können sich dort schon schlau machen. Zumindest ist das eine große Wissensdatenbank, die wir ständig erweitern. Und ehe ich jetzt auf die nächste Folie gehe, erlaube ich mir, Ihnen ein Video darzustellen. Einige von Ihnen werden das Video vielleicht schon kennen. Und zwar ist dieses Video eine Einleitung dazu, eine Vorbereitung dazu, wie ich versuchen werde, nach dem Video Ihnen besondere Charakteristika, besondere Alleinstellungsmerkmale von Agile Care bzw. Dr. Rife-Methode darzustellen. Und ich möchte Sie einfach mit emotional auch auf diesem Weg mit dem Video ansprechen. Es geht darum, wie man seine letzten Lebensjahre verbringen kann. Sie werden vielleicht nicht wissen, dass die Tiere, die in der Wildnis arbeiten, zu 99% nicht am Ende ihres Lebens dahin siechen, sondern nur 1% der Tiere geht es so, die in der Wildnis frei leben. Und dass es bei uns Menschen genau umgekehrt ist. Zumindest bei uns Menschen, die wir in den industrialisierten und zivilisierten Ländern, wie wir es bezeichnen, wir bezeichnen es immer als zivilisiert. Ich weiß nicht, ob das so gerechtfertigt ist. Sagen wir mal in industrialisierten Ländern, dass wir dort in der letzten Lebenszeit dahin siechen, zu 99% und nur 1%, einem Prozent, das erspart bleibt. Und ich möchte Ihnen mit dem Video aufzeigen, den parallelen Ablauf von einer derselben Person. Links und rechts ist das Video geteilt. Da können Sie sehen, wie der eine Lebensweg ist und wie der andere in den letzten Lebensjahren sein kann. Und danach wenden wir uns wieder Agile Care zu. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? With vitality, or get old with disease.
It's time to decide. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, auch diejenigen, sagen wir mal, die das Englisch nicht so in der Geschwindigkeit verstanden haben, konnte ich trotzdem emotional mit diesem Video erreichen. Und es ist wirklich so, dass wir es weitestgehend in der Hand haben, auf welcher Seite des Videos wir uns befinden. Und jetzt geht es also weiter mit unseren Folien, die ich vorbereitet habe. Und da möchte ich einleitend, und ich habe ja Ihnen versprochen, dass ich über einige wichtige charakteristische Dinge von Agile Care, besonders Vorteile, sprechen möchte und auch Ängste bei Ihnen abbauen möchte, die eventuell vorliegen. Und deshalb möchte ich mal erinnern an einige Rückmeldungen. Wir haben ja hunderte von Rückmeldungen, und damit meine ich die positiven Rückmeldungen, wie Menschen mit Agile Care ihre Lebensqualität verbessern konnten, auf den verschiedensten Gebieten. Und ich habe mal hier 4 herausgenommen. Da gab es noch gar nicht lange her unsere Mitteilung, dass jemand sein Basaliom besiegt hat mit der Anwendung OEE7. Basaliom, so heißt die Anwendung. Und da wurde uns von der Anwendung nach kurzer Zeit mitgeteilt, es schwindet dahin großartig. Und mittlerweile, nach wenigen Tagen nach dieser Mitteilung, die wir Ihnen noch weitergegeben haben, haben wir die Nachricht erhalten, es ist längst verschwunden. Also Basaliom, das ist ein Tumor der Haut, beseitigt. Zweiter Fall, den ich hier darstellen möchte, und wie gesagt, es ist nur ein Auszug aus den vielen Rückmeldungen. Plaques in der Karotis, also Ablagerungen in der Karotis. Karotis ist die hirnversorgenden Arterien, also die das Hirn mit Blut und Sauerstoff versorgen. Dort war es so, dass jemand wirklich ca. 85% Verschluss der Karotis hatte und deshalb nicht operiert werden konnte in einer anderen Geschichte. Das ist also viel zu hoch, das Problem, dass da eben durch Ablösen der Plaques dann es Ereignis kommt, was wir Schlaganfall nennen. Das wollte man verhindern, deshalb. Und die Anwenderin hat sich an uns gewandt und wir haben ihr gesagt, die Empfehlung gegeben, bitte setzen Sie A371, ich wiederhole A371, Chlamydia pneumoniae ein mit Agile Care. Und wir wollen mal sehen, wie wir da zurechtkommen. Und nach 12 Tagen hatte die Anwenderin, die das täglich gemacht hat, nach 12 Tagen erst wieder einen Termin bei dem zuständigen Arzt, der diese Plaques gefunden hat. Mit Ultraschall kann man die sehr gut darstellen. Und es wurde ihr bescheinigt, nach 12 Tagen schon, diese Plaques sind komplett beseitigt und es gibt keine Kontraindikation zu der geplanten Operation mehr. Dritter Fall, da ging es um operationswürdige Herzklappen. In meiner Erinnerung waren es 2 Herzklappen, die operiert werden sollten, weil bei dem Anwender die Verhältnisse so waren. Also, und wir haben ihm empfohlen, soll das doch mal probieren, denn Risiko steht ja nicht an, mit den beiden Anwendungen A371 und A355. Und die Anwendungen heißen Chlamydia pneumoniae bzw. Zahnherde. Täglich soll das durchführen. Und er hat das ganz geduldig und fleißig, ich denke, wenn ich mich recht entsinne, 230 Tage lang gemacht. Und danach hat er einen Termin beim Kardiologen, der die Operationsindikation gestellt hat wegen der normalen Herzklappen, wegen der Herzklappenfehler. Und dieser selbe Arzt sagte nach 230 Tagen der Anwendung, nach ca. 230 Tagen der Anwendung, es besteht keine Kontraindikation mehr, mit den Herzklappen ist alles in Ordnung. Wunderbar, und das belegt auch hier wieder, dass wir dort durch die Beseitigung von Mikroorganismen den Menschen helfen können. Und schließlich hatten wir vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, dass eine Anwenderin mit dem Fahrrad einen Unfall hatte und dabei eine Fraktur erlitt, und wir haben empfohlen, sofort mit U157, ich wiederhole U157, Frakturen zu arbeiten. Das war eine Fraktur am Arm. Ich denke, Elle oder Speiche war total gebrochen.
Und schon nach wenigen Tagen hat derselbe Arzt, der mittels Röntgen diese Fraktur erkannt hat, hat er gesagt, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, hier ist das kaum noch sichtbar und das ist ein Beweis dafür, dass dort der Knochen wieder sehr, sehr schnell kalzifizierte. All diese vier Beispiele, und das gilt übrigens auch für alle Rückmeldungen, sind längst kein Beweis dafür, dass wir hier einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Erfolg und dem Einsatz von Agile Care haben, sondern es ist nur ein zeitlicher Zusammenhang. Das wissen wir und das wollen wir auch berücksichtigen. Nur, ich muss sagen, Ihnen, denjenigen, die den Vorteil hier haben, denen es nämlich von ihrer Lebensqualität entschieden besser geht nach den Anwendungen, und auch mir und auch unserem Team ist es völlig egal, ob es hier einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Entscheidend ist, dass es denjenigen besser geht. Wenn man da einen ursächlichen Zusammenhang suchen sollte nach der Schulmedizin, dann müsste man ja den sogenannten Doppelblindversuch machen. Und der ist bei all diesen Dingen hier nicht möglich. Beziehungsweise aus meiner ethischen Sicht unethisch. Deshalb denke ich, brauchen wir das nicht und können uns mit dem Hinweis abfinden, dass wir sagen, es ist kein wissenschaftlicher, sondern ein wissenschaftlich nicht nachgewiesener ursächlicher Zusammenhang, sondern nur ein gutes Ergebnis für die Anwender. Prima. Und dazu möchte ich denjenigen, nicht nur den Vieren, sondern allen, die bisher ihre Lebensqualität verbessern konnten, recht herzlich gratulieren. Ja, und jetzt gibt es ja, und hier steht es noch einmal da, zur Funktion mit Agile Care einiges zu sagen. Und ich möchte mal das Wesentliche hier erwähnen. Und keine Angst, das ist wirklich sehr, sehr schnell zusammengefasst. Wir haben auf Zellenebene mikrobielle oder mikroorganelle Beteiligung. Und diese Mikroorganismen, die auf Zellenebene existieren, in und um die Zellen herum, die bilden eine Symbiose zur Erkrankung. Durch Agile Care eingeleiteten elektromagnetischen Signale, und die Signale sind frequenzkodiert, eliminieren wir die Mikroorganismen und beenden diese Symbiose. Das bedeutet, es gibt ganz, ganz große Chancen, und in den vorigen Beispielen haben wir es dann gesehen, und es gibt viele, viele andere Beispiele auch, dass der Körper dann in der Lage ist, wenn diese Symbiose zwischen mikroorganeller Beteiligung und der Erkrankung, wenn die Symbiose aufgebrochen ist, das tun wir mit unseren Signalen, beziehungsweise wir streben es an. Wenn das passiert ist, dann geht über die Selbstheilung einiges. Es kann sich immer nur der Mensch selbst heilen. Es gibt niemanden, der einen fremden Menschen heilen kann. So, und die Voraussetzungen dafür, um das zu erreichen, habe ich hier in dem zweiten Abschnitt beschrieben. Wir haben nämlich eine ganz klare Spezifik der Frequenzmuster. Und zwar für jeweilige Zielmikroben, also für das, was wir beseitigen wollen. Manchmal ist es direkt formuliert als die Mikrobe, die da benannt wird. Aber meistens ist es so, und ich halte es für einen Vorteil, dass wir dort nur die Diagnosen stehen haben, beziehungsweise die Beeinträchtigung. Ich möchte mal sagen, es kann sein, dass Chlamydia pneumonia, dass die zu Kopfschmerzen führen, aber wir wissen es nicht. Aber wenn wir die Anwendung Kopfschmerzen machen, dann liegen wir dort auch richtig. Und diese speziellen Frequenzmuster, je nach Bedarf, die selektieren wir mit unserer Software und senden nur diese selektiven Frequenzmuster in den Körper hinein und nicht etwa ein breites Spektrum. Ich komme darauf zurück, warum ist das wichtig? So gab es durch eine Anwenderin, ich möchte mal sagen, durch eine besorgte Anwenderin, die Frage, jetzt haben wir so viele Anwendungen gemacht, welche Gefahr besteht denn da für mein Herz? Und ich habe da absolut Verständnis dafür, dass jemand, wenn man sich elektromagnetischen Signalen aussetzt, dass er auch daran denkt, könnte es das eine Gefahr für mein Herz sein? Und ich kann das gleich ausweiten, nicht nur für das Herz, Fragezeichen, sondern auch für andere Organe oder für die anderen Organe. Schauen wir uns das einmal an. Was liegt bei uns vor? Wir haben zunächst einmal bei uns genaue Signale. Und
Ich kann auch mit Überzeugung Ihnen mitteilen, dass wir die höchste Präzision unserer Signale bei Agile Care vorliegen haben, insbesondere seit den Versionen 8 unserer Software. Denn wir machen sehr viel an unserem Gerät, nicht nur mit der modernen Hardware, sondern auch mit mathematisch-numerischen Prozessen, die wir über die Software erreichen. Und da wir selbst die Software erstellen, haben wir das in der Hand und können immer nach neuesten Erkenntnissen gehen. Also wichtiger Punkt, wir haben genaue Signale, hohe Präzision bei diesen Signalen, die wir über Agile Care einbringen in den menschlichen Körper zu den Mikroorganismen. Unsere Abläufe sind präzise gesteuert durch die Software. Es liegt also ganz genau vor, welche Reihenfolge, welcher Frequenzspektren wir nacheinander und ganz präzise einleiten. Stets ist eine Selektion bei uns bei Agile Care erforderlich. Sie können nicht einfach mit Agile Care sagen, mach mal das und das und das und durcheinander. Es wird immer eine Selektion erforderlich sein. Das gilt für die Anwendung aus dem Gesamtkatalog. Das gilt für das Starten der Anwendung aus den Favoriten. Und ebenso gilt das für das Starten der Anwendungen aus der Funktion Automation. Denn wir müssen so selektiv vorgehen und so genau vorgehen, denn wir müssen ja schließlich die guten Mikroorganismen in und um unsere menschlichen Zellen müssen wir schonen und auch unsere menschlichen Zellen müssen wir schonen. Denn wir erreichen mit elektromagnetischen Signalen auch unsere menschlichen Zellen. Wir haben dabei sehr gute Erfahrung und Sie, unter Ihnen sind einige Anwender, die auch das Gerät, unseren kleinen Helfer, Vevotom Premium benutzen. Dort ist ein Beispiel, dass wir mit elektromagnetischen Signalen die menschlichen Zellen direkt beeinflussen, verbessern und normalisieren. Und genauso kann man sagen, wären wir auch in der Lage, die guten Mikroorganismen zu beeinflussen direkt. Und man könnte sie auch schädigen. Aber solche Frequenzmuster haben wir bei uns nicht. Wir haben bei weitem, wirklich bei weitem, mehr sogenannte gute Mikroorganismen in uns, als die Mikroorganismen, die wir zu eliminieren haben. Und da wir auch dann, wenn wir selektive Signale einsetzen und dort gar keine Indikation haben, das heißt, wir setzen unser Gerät ein und wählen Frequenzen aus, die gegen Mikroorganismen gehen, die gar nicht vorhanden sind, auch dann besteht keine Gefahr, denn dort gibt es keine Resonanz zwischen den von uns eingebrachten, auf Frequenzbasis beruhenden elektromagnetischen Signalen und den Mikroorganismen, die wir beseitigen wollen, denn sie sind ja nicht vorhanden. Also auch da keine Gefahr. Und dann möchte ich darauf hinweisen, und Sie werden das auch gleich verstehen, warum ich da besonders darauf hinweise, Agile Care ist kein Zapper. Zapper oder Zapper, wie Sie es auch bezeichnen wollen, das sind Geräte, die eben gerade keine Selektion durchführen, sondern die in voller Breite und auch vom zeitlichen Ablauf her arbeiten. Die Bandbreite ist dort überhaupt nicht begrenzt. Wir haben keine diskreten, selektierten Spektren, die wir einbringen, sondern da geht es sozusagen über die volle Breite und das kann Nachteile haben. Da komme ich gleich darauf zurück. Und außerdem ist Agile Care ohne jegliche ionisierende Strahlung. Auch das werden Sie verstehen, warum gebe ich denn diesen Hinweis. Somit haben wir über das Dargestellte, wie ich es jetzt eben gebracht habe, eine klare Einstellung, eine klare Einordnung, eine klare Charakterisierung des Agile Care, was uns in dem Moment eigentlich schon dazu bringt, dass wir keine Gefahren zu befürchten haben. Aber Vorsicht bei der Verwendung von Zappern. Zapper haben keine Selektion und es sind schon mehrfach Schäden eingetreten an Menschen. Auch sind Menschen durch die Anwendung von Zappern zu Tode gekommen, was dann auch dazu geführt hat, dass die Lieferin des Zappergerätes eine ansonsten sehr versierte und sehr renommierte Wissenschaftlerin, Frau Dr. Hulda Clark, dass die sogar noch im hohen Alter ins
Gefängnis musste, weil eben sie dort einige Dinge nicht beachtet hat und Menschen zu Schaden gekommen sind, sogar zu Tode gekommen sind. Der Frequenzbereich bei Zeppern ist sehr groß und deshalb möchte ich Ihnen sagen, ich will nicht sagen, Hände weg vom Zeppert, das steht mir nicht zu, Sie haben Ihre freie Entscheidung, aber ich will Ihnen sagen, das kann bei Agile Care nicht passieren, was mit Zeppern schon passiert ist. Wenn wir das nämlich uns mal einmal anschauen, wie unsere Frequenzen bestehen, die wir mit Agile Care verwenden, dann ist das nochmal ganz wichtig zu sagen, bei Agile Care, streng nach Dr. Rife konzipiert, sind die Frequenzen und die Energien der Natur abgeschaut. Auch die Formen der Signalmuster sind der Natur abgeschaut und wir haben uns das natürlich dann von Dr. Rife abgeschaut und dann weitere Entwicklungen vorgenommen. Und rechts, auch wenn Sie das vielleicht nicht genau schauen können, können Sie sehen, wo überall elektromagnetische Felder eingesetzt werden. Da sehen Sie Bahnstrom, das ist gelb dargestellt. Sie sehen dort Ida-Frequenzen, Sie sehen Reizwirkungen. Sie sehen Radiowellen, Fernsehwellen, das ist darunter dann dargestellt, in dem Bereich von 30 kHz bis zu ungefähr 300 MHz oder 3 GHz. Sie sehen dort, dass es als Hochfrequenz bezeichnet wird und Sie sehen, dass man dort eine Wärmewirkung haben kann, wenn man dann noch höher in der Frequenz geht, nämlich Infrarot erreicht. Dann gehört das Licht, da möchte ich auch immer darauf hinweisen, auch zu den elektromagnetischen Wellen, das Sonnenlicht. Und der Eingang des Sonnenlichts in unseren Körper über die Augen, da müssen wir uns auch schützen. Ich möchte niemandem empfehlen, direkt in die Sonne zu schauen, denn da gibt es Schäden. Und wenn eben das Licht, in dem man sich bewegt, das kann ja auch künstliches Licht sein, dann stark abweicht von den natürlichen Bedingungen, dann kann es auch schnell zu Schäden kommen. Und da der Zugang des Auges zum Hirn ist, kann es schnell zu Hirn Schäden kommen. Des Weiteren gibt es UV-Licht und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir dann weiter unten Röntgenstrahlung, weiter unten heißt zur höheren Frequenz hin, Röntgenstrahlen haben und Gammastrahlung. Und die Röntgenstrahlung und Gammastrahlung zeichnen sich dadurch aus, dass wir dort Ionisierung vornehmen. Also etwas, was unseren Körper schädigen kann, ab einer bestimmten Dosis oder ab einer bestimmten Felddichte oder ab einer bestimmten Einstrahlungslänge, haben wir dort Schäden am pulsierenden, am lebenden Gewebe. Und an der Stelle, ich hatte in dem vorigen gezeigt, dass wir eben Agile Care als nicht ionisierend haben, muss ich leider auch berichten, dass es schon Reifgeräte gibt, die leider auch unzulässig und auch gefährlich ionisierende Strahlung abgeben. Deshalb dort auch Vorsicht und nehmen Sie es nicht immer so positiv, weil das immer so toll herausgestellt wird, wenn mit Plasmaröhren gearbeitet wird. Bei anderen Geräten, bei Agile Care machen wir das natürlich nicht. Denn da gibt es die Gefahr, und wir haben das in der Praxis leider auch messen müssen an einigen Geräten anderer Hersteller, nicht an eigenen, weil wir haben keine auf Plasmastrahlung beruhenden Geräte. Wir nutzen immer Elektroden. Und deshalb Vorsicht dort. Glauben Sie nicht alles, messen Sie erst, wenn Sie dort eine Neigung haben zu solchen Geräten. Große Gefahr besteht und ich möchte darauf hinweisen, dass selbst Dr. Rife ja in der Vergangenheit von den Plasmaröhren zu Elektroden übergegangen ist und das scheint ein Grund auch mit gewesen zu sein, um eben dort besser die elektromagnetischen Signale in das menschliche Gewebe zu den Mikroorganismen hinzubringen, ohne den Menschen zu gefährden. Ja, und wenn man bestimmte Dosen erhöht, dann kann es sein, dass es eben erhitzend wirkt, das Gewebe geschädigt wird. Wenn es breitbandig ist, hat man das überhaupt nicht mehr im Griff und breitbandig ist das dann bei Zeppern. Und wenn eine bestimmte Höhe oder Aussetzungsdauer, Expositionszeit nennen wir das, erreicht ist, kann das Ganze sogar toxisch passieren. Das ist alles bei Agile Care nicht der Fall. Das ist also der Unterschied zu anderen Dingen und auch übrigens zu den auf uns einwirkenden elektromagnetischen Feldern durch die Kommunikation, also WLAN und DECT und so weiter, sind dort nicht zu unterschätzen. Aber darüber sprechen wir dann, wie wir da vorgehen können, dann in unserem Symposium. Also zusammenfassend zu diesem Bild.
Sie sehen, dass wir bei Aglicare nur der Natur abgeschaute Frequenzmuster, Energien und Frequenzen und die Art und Weise der Einbringung umgesetzt haben und dass wir nicht ionisierende, pulsierende, erhitzende, breitbandige und toxische Strahlung verwenden. Somit komme ich zur Zusammenfassung und zur Beantwortung auch der Frage, muss ich denn da vorsichtig sein mit meinem Herzen und habe ich denn da Gefahren? Und ich habe die Frage ja ausgedehnt daraufhin, dass es auch um die anderen Organe geht, da können wir das folgendermaßen beantworten. Aufgrund der mittels Aglicare genutzten Technologie werden durch Selektion und Präzision nur Mikroorganismen, die in Disbalance existieren, eliminiert. Keine Schäden werden gesetzt, selbst bei nicht indizierter Anwendung. Bei Beachtung der Gebrauchsanweisung inklusive Entgiftung mit Natursilizin-Mikrometer besteht keine Gefahr für das Herz oder andere Organe. Das wollte ich Ihnen gerne auch im Zusammenhang mit dem Video, was ich Ihnen vorab gezeigt habe, bezüglich Aglicare ans Herz legen und Ihnen sagen, dass wir dort auf gutem Wege sind, Lebensqualität zu verbessern. Und ich möchte nochmal sagen, mit Aglicare können wir das. Ja, und jetzt zu Ihren Fragen, meine Damen und Herren. Ich